Sag mal, Leute, was ist los mit euch? Brennt euch der Helm? Seid ihr beim Schaukeln gegen die Wand geknallt oder beim Wickeln vom Tisch gefallen? Ich weiß es nicht. Und damit aufgesattelt und aufgesessen zu einem neuen Stallgeflüster, zu einem ja momentan doch sehr, sehr präsenten Thema, wie ich festgestellt habe. Ich hatte das jetzt bis vor kurzem noch gar nicht richtig mitbekommen. Hab's das erste Mal auch aktiv gesehen, als ich auf Server 1 jetzt unterwegs war mit Dina beim Championat. Und habe mich gefragt, hey, warum schweben da Pferde? I don't know. Und tatsächlich hat sich dann auch am gleichen Tag auf dem Discord rausgestellt, wieso, weshalb, warum. Und zwar sind wieder Cheater unterwegs. Aber diesmal ist es halt nicht einfach nur ein Bug-Abuse, sondern diesmal ist es halt tatsächlich eine handfeste Straftat. Und zwar wird ein Cheat-Programm verkauft. Die Person ist sogar noch so dumm, ihren Namen nicht zu verpixeln in den Videos. Also von daher, leider hat SSO noch, glaube ich, noch keinen IP-Bann ausgesprochen, wie es andere Entwickler machen. Deswegen wird es auch nicht viel bringen, wenn Star Sable jetzt den einen Account bannt. Da sind wohl auch schon mehrere Accounts gebannt worden, wie ich so ein bisschen bei der Recherche mitbekommen habe. Aber leider, wie gesagt, da SSO keinen IP-Bann macht, können theoretisch immer wieder neue Accounts erstellt werden. Aber ich würde da eigentlich tatsächlich Star Sable zu rechtlichen Schritten raten. Sowohl gegen die Person, die das Cheat-Programm vertreibt, als auch gegen diejenigen, die es nutzen. Deswegen will ich hier auch nochmal ganz klar die Aussage nachschieben. Es gab vor ein paar Wochen einen Riesenaufschrei wegen GameGuard, der Anti-Cheat-Engine. Ja, ich habe dazu auch damals ein Video gemacht. GameGuard ist nicht die beste Wahl, weil es einfach veraltet ist und nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber es ist, wie wir es hier leider wieder sehen, essentiell wichtig, dass Star Stable eine Anti-Cheat-Engine einbaut, die einen sofort aus dem Spiel rausschmeißt, wenn diese Anti-Cheat-Engine ein Cheat-Programm auf dem PC entdeckt. Und da ist es auch egal, was euch jemand erzählt, von wegen, oh mein Gott, die Anti-Cheat-Engine greift auf euren PC zu. Ja, natürlich, überprüft die Anti-Cheat-Engine, was läuft gerade simultan zu dem Spiel auf dem PC. Anders könnten sie das Cheat-Programm nicht feststellen. Das ist aber nichts Neues, das macht eigentlich absolut jedes Online-Spiel so. Und das ist auch kein Grund, Angst zu haben. Aber es ist halt einfach eben nur mal notwendig, damit der PC feststellen kann, beziehungsweise diese Anti-Cheat-Engine, okay, da läuft gerade was, was nicht sauber ist, also lassen wir die Person nicht ins Spiel rein. Ganz, ganz essentiell wichtig, dass Star Sable da was einführt, was up-to-date ist, auf einem aktuellen Stand, und da braucht ihr dann auch keine Sorgen zu haben, nur weil das Programm guckt, oh, läuft da irgendwas nebenbei? Weil das ist einfach, es ist essentiell wichtig und wie wir jetzt eindrucksvoll sehen, absolut notwendig. Und zwar ist es ein Cheat-Programm. Ich habe gesehen, dass es sowohl für Star Stable als auch für Alicia Online gilt. Bei Alicia Online ist es so, nein, Bunny Hoppen ist kein Cheaten. Bei Alicia Online ist es so, dass man sich quasi unendlich Carrots ercheaten kann. Bei Star Stable zeigt die Person, dass es möglich ist, sich unendlich Starcoins zu ercheaten. Das heißt, quasi unbegrenzt wirklich Starcoins zu haben. Wie wenn man in Sims sich zum Beispiel mit Motherload oder sowas Simoleons ercheatet. Warum ist es aber in Star Stable so bedenklich? Es ist in Star Stable ganz einfach aus dem Grund so bedenklich, weil es halt einfach Ingame-Währung ist, die man, abgesehen von einigen wenigen seltenen Gutscheincodes im Jahr, nur durch Echtgeld bekommt. Sei es nun, ob man sich Lifetime gekauft hat, Star Rider abonniert und sie deswegen wöchentlich bekommt, oder dass man sie kauft. Es ist eine Währung, ohne die im Endeffekt im Spiel nicht sehr, sehr viel läuft. Und die man nur in sehr, sehr, sehr mickrigen Mengen kostenlos bekommt.
Das ist aber noch nicht alles, was das Cheat-Programm kann. Das Cheat-Programm kann außerdem die Geschwindigkeit des Pferdes erhöhen, womit dann dadurch auch wieder Betrug in den Highscores möglich ist. Die Pferde eben zum Schweben bringen. Das sind auch so Sachen, die man gesehen hat. Auch ein paar Sachen, die jetzt im Endeffekt mir scheißegal sind. Wenn ich mein Pferd im Kreis drehen lasse, auf der Stelle, das ist im Endeffekt, ist es jedem egal. Aber sobald es irgendwelche Sachen sind, die schlichtweg auf den Multiplayer eingreifen, wie zum Beispiel erhöhte Geschwindigkeit oder Betrug, dass man sich selber unendlich Starcoins ercheatet, dann hört es definitiv mit dem Spaß auf. Es ist nicht nur das, dass es halt die Personen sich daneben benehmen, die das dann halt nutzen. Es ist halt auch so, dass die Person, die das Cheat-Programm anbietet, dafür auch Geld verlangt. Und zwar ist es so, dass das Cheat-Programm, ich glaube, lasst mich nicht lügen, ich muss mir gerade das Bild nochmal anschauen. Ich hatte es mir extra runtergeladen. Das fängt bei 100 bis 150 an für VIP. Und mit VIP kann man sich dann eben in SSO Starcoins ercheaten und in SSO Starcoins und in Alicia Online Carrots. Und Admin-Rechte kriegt man mit 300 bis 350 Euro, was man sich aber wohl auch kostenlos erarbeiten kann. Und dann hat man vollen Zugang zu allen Möglichkeiten, die das Cheat-Programm so bietet. Werden jetzt auch manche sagen, ja, wer ist denn so dumm und macht das denn dann und gibt so viel Geld dafür aus? Ja, eigentlich schon, sollte man meinen. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal überlegt, wie teuer Starcoins sind, hat man da sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Gewinn rausgezogen. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin sowieso auch mit Bug-Usern, gehe ich hart ins Gericht, wenn das denn solche Sachen sind wie, hey, ich starte im Rennen einfach ein paar Meter weiter vorne, um mir ein, zwei Sekunden im Rennen zu sparen. Dann ist das für mich schon Bug-Using, was nicht geht, weil es halt das Spielerlebnis von anderen beeinflusst zum Negativen. Aber das hier, das ist halt auch nochmal eine Nummer härter, denn das ist tatsächlich sogar auch wirklich strafbar. Und ich bin tatsächlich krass verwirrt, dass da dann so Argumente kommen wie von wegen, alle Neunjährigen, die sich jetzt darüber aufregen, wie mimimi schlimm das wäre, Star Stable ist halt eh langweilig. Ganz ehrlich, was rechtfertigt es denn, in einem Spiel zu cheaten und zu betrügen und zu klauen, und zwar in extrem krassen Ausmaßen? Weil wenn du Millionen an Starcoins hast, hast du halt Star Stable um, ich weiß nicht wie viel, zigtausende Euro betrogen und bestohlen. Ob man die Preiserhöhung nun gut findet oder nicht, es ist halt Fakt. Du hast geklaut, und zwar in sehr, sehr großem Ausmaße. Das ist keine Rechtfertigung, A. Und B, ganz ehrlich, sorry für die Ausdrucksweise, aber ihr Kackbratzen fühlt sich angesprochen, wer sich angesprochen fühlen möchte. Die Cheaten sind unter anderem ein Teil davon, oder sind zu einem Teil dafür zuständig, dass Star Stable einfach keinen Bock mehr macht. Zum Teil ist es Star Stable selber schuld, zum Teil sind es aber halt auch wirklich die Leute. Weil wenn ich mal überlege, ich spiele das Spiel jetzt tatsächlich schon relativ lange. Angefangen Ende 2013, richtig aktiv seit Frühling 2014. Und da gab es sowas nicht in dem Ausmaß. Da warst du schon krass, wenn du dein Pferd abgestellt hast und ins Dinotal gelaufen bist zu Fuß, damit kein Nebel im Dinotal war. Oder wenn du, ich weiß nicht mehr, wie das gewesen ist, wenn du irgendwas gemacht hast, damit das Pferd eine andersfarbige Mähne gehabt hat und du auf einmal einen Friesen mit einer weißen Mähne gehabt hast, dann warst du schon so richtig krass. Da gab es solche Sachen einfach noch nicht wie, hey, ich gebe meinem Pferd jetzt sonst was für Drogen, damit es abgeht wie ein Zäpfchen. Da gab es nicht, hey, ich habe unbegrenzt viele Starcoins, ich kann mir alles im Spiel kaufen. Sorry, not sorry für die Kacknoobs, die da wirklich Geld ausgeben. Das gab es damals nicht. Das gab es damals nicht, und ich finde es halt einfach nur unfassbar krass, in was das für eine Richtung geht.
Ich habe gestern auf dem Discord noch gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die sagt, früher war alles besser, weil ich meine, das sagt jeder. Jede Generation sagt, früher war alles besser. Aber im Endeffekt ist es mir auch egal, wenn jetzt jemand ankommt mit Walla Bila, ich küsse deine Augen, Digga, als Frau, finde ich das halt auch jetzt nicht angebracht. Aber im Endeffekt ist es halt meine eigene Einstellung. Wenn jemand so reden möchte, dann soll er das tun. Das ist mir im Endeffekt egal. Ob ich es nur schön finde oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, es ist mir ja im Endeffekt egal. Muss ja die Person für sich selber wissen. Von daher, whatever. Wenn es aber wirklich in diesen krass respektlosen und mobbingmäßigen Bereich geht, den man mittlerweile oft auch im Chat sieht, wenn man denn den Chat mal offen hat, worauf ich gar keinen Bock mehr habe mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann halt diese krassen Cheater, die mittlerweile unterwegs sind, da hört es dann definitiv für mich auf. Und spätestens da sollte Star Stable eigentlich mal genug Arsch in der Hose haben, zumal es ja im Endeffekt gegen sie selber geht, zu sagen, hey Leute, Ende Gelände. Das Problem ist natürlich wieder mit den IP-Bans, auch sowas kann man umgehen, leider. Wenn man weiß, wie es geht, kann man auch sowas umgehen. Aber ich frage mich halt einfach, warum? Es ist ein fucking scheiß Pferdespiel. Also nicht falsch verstehen, aber es bringt im Endeffekt... Bringt es nicht mal irgendwie was, wie wenn man sich irgendwelche Items ercheatet, die man dann hinter einem Echtgeld-Auktionshaus für Dickgeld verkaufen kann? Klar, kann jetzt natürlich auch jemand daherkommen und sagen, ja richtig, bringt ja nichts anderes. Also warum regst du dich so auf? Ich rege mich so auf, weil es genügend ehrliche Spieler gibt, die auf die Pferde sparen, die gerne einen fairen Wettstreit mit anderen haben möchten in Championaten und auf ehrliche Weise gerne gewinnen möchten und nicht komplett chancenlos gegen Leute aus dem Rennen fallen wollen oder aus dem Rennen rausfliegen wollen, die so kurze Schwänze haben und deswegen was kompensieren müssen. Wenn überhaupt so lang. Das war ja dann schon relativ üppig für solche Leute. Why? Ich kann es einfach absolut nicht verstehen und wie gesagt, fallt da zum einen nicht drauf rein, weil es einfach, ihr macht euch strafbar. Ihr dürft nicht in den Betrug eines Spiels investieren und sobald ihr ein Spiel, sobald ihr einen Entwickler um Geld betrügt, da brennt's richtig. Leute, da brennt's richtig. Ihr seid euch nicht bewusst. Ihr seid euch nicht bewusst, was ihr damit anrichten könnt. Und wenn ihr noch nicht volljährig seid, dann halt, dann müssen halt eure Eltern vor euch einstehen. Das ist halt einfach eben nun mal so. Und deswegen möchte ich euch da sensibilisieren, dass ihr auf solche Sachen bloß nicht reinfallt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es in solchen Fällen womöglich auch noch aussieht, inwieweit die Tools eventuell Keylogger-mäßig noch Daten von eurem PC abgreifen, Login-Daten, Daten wie E-Mail-Adressen, Passwörter eben oder Kontonummern und so weiter und so fort. Das weiß ich nicht, aber dass auch sowas ist tatsächlich denkbar. Also noch ein Punkt, weshalb ihr sowas auf gar keinen Fall machen solltet. Und an diejenigen gerichtet, auch wenn es ihnen scheißegal ist, dass, weil es muss dir scheißegal sein, ansonsten würdest du es einfach nicht machen. Ansonsten würdest du es nicht machen. Aber diejenigen, die es tun, ich hoffe... Und das hoffe ich nicht bei vielen Leuten, das hoffe ich nur bei ausgesprochen wenig Personen, weil ich bin eigentlich eine Person, die sehr, sehr harmoniebedürftig ist. Aber den Personen, die dafür verantwortlich sind, dieses Programm zu entwickeln, vor allen Dingen dann noch weiter zu vertreiben, zu verkaufen mit einem kommerziellen Hintergrund, ich hoffe einfach, dass ihr in eurem Leben so auf die Schnauze fallt,
dass ihr euch sozial und finanziell davon nie wieder erholen werdet, auch wenn es jetzt sehr wahrscheinlich nicht durch diese Sache sein wird, aber einfach, dass ihr mal merkt, wie scheiße es sein kann. Einfach, dass ihr, ich wünsche diesen Personen einfach, dass sie halt wirklich mal leiden. Und zwar so richtig. Und zwar auch über lange Zeit. Kann man jetzt, wie gesagt, sehen, wie man möchte. Es ist halt nur im Endeffekt ein Spiel, aber für mich hört bei sowas und bei Betrug einfach, da hört es komplett auf. Aber sowas von absolut komplett. Und deswegen meldet jeden an Star Stable. Macht, wenn ihr irgendwelche Cheater seht, macht Bilder davon, macht Videos davon, dass man es vielleicht sogar noch besser sehen kann. Teilt sie auch gerne bei mir auf dem Discord. Ja, es ist eine groß angelegte Pets-Aktion. Ich bin jemand, der sagt, Herr Lehrer, ich weiß was, der da hat einen Spickzettel gehabt. Weil das ist mir im Endeffekt auch wieder egal. Aber bei solchen Sachen, ja, da petze ich. Und wie gesagt, ihr könnt mir da gerne auch da Links zu schicken, wenn ihr irgendwelche Sachen da hochgeladen habt. Ich sammle dann einfach mal alles mit euch zusammen, würde ich sagen. Und ich mache dann einfach mal einen Channel für auf. Und dann werden wir das einfach mal gesammelt an Star Stable schicken, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.